Das Auto, das haben wir irgendwo schon mal gesehen. Richtig, das ist ein Seat Leon und als Kombiversion. Aber dieser hier ist ein kleines bisschen was Besonderes und das sieht man dann spätestens an diesem Nummernschild. Da steht das nämlich, Experience. Und was soll das heißen? Dass man einfach mal ein bisschen die Freiheit genießen soll mit diesem Seat Leon Kombi. Er hat eine kleine Offroad-Optik, ein bisschen höher ist er gelegt und innen sieht er auch ein bisschen anders aus. Viel Leder, braunes Alcantara, abgesetzte Nähte. Das sieht schon alles ganz, ganz schick aus, was die hier gemacht haben. Leider Gottes hat das auch seinen Preis. 28.750 Euro möchte Seat haben für diesen Leon Experience. Und zwar in der Basis mit einem 110 PS Diesel. Es gibt sogar einen 184 PS Diesel. Permanenter Allrad ist auch immer mit an Bord. Aber ich muss schon sagen, für einen Seat ist das durchaus happig. Wobei, so habe ich dann doch nicht, denn der hier, der wird sicherlich teurer sein. Das hier ist der Bruder des Seat Leon Experience, das ist der VW Golf All-Track. Gleiches Rezept, 20 mm höher, permanenter Allradantrieb und auch diese Offroad-Optik. Allerdings eben von Volkswagen und man muss kein Hellseher sein. Der hier, auch wenn er die gleichen Motoren hat, wird sicherlich über 30.000 Euro starten.